Folgendes Programm ist für Zuseher unter 16 Jahren nicht geeignet. Scheiß dich, Hurenverschissene, dass das gibt! Achso, hallo. Ihr seid zwingend Dings da, gell? Nein, das ist ein BMW-Motor, den muss ich erst umbauen, der kommt ja noch von Wien, ist wurscht. Robert, du tust mir dann ausmessen die Buchsen, gell? Das ist der Robert, unser Lehrling, der macht das, ne? Da kann ich kurz sagen, schaut's her. Lager, Ferrari-Teile, Porsche-Teile, wir haben alles da. Also alles, was du dir vorstellen kannst, brauchst du immer wieder, ne? Aber jetzt zeige ich euch das Highlight, komm mit. Die Halle musst du auch schon nämlich von draußen. Das ist ein Hammer. Die hat der Urgroßvater schon aufgestellt. Die Halle ist eine Stallkonstruktion, die ist im Sommer heiß und im Winter kalt, genauso wie es gehört. Das musst du mal haben. Gibt's ewig schon. Das ist super. Also was Besseres kannst du dir gleich vorstellen. Halt, bombenfest. Ah, da kommt der Kunde. Hörst. Ihr seid's, ja. Hör was. Hey, was bist du für ein Arschloch, Hörst? Das gibt's ja nicht! Das ist der Horvath, kein Horvath, kein Bock auf ihn. Wo ist der Durst für Fünfe und mit Weiber? Da geht's ihm ganz schön los, im Großen und Ganzen ist er ganz laut. Das ist der Horvath. Herr Robert, schlicht die Raffen gescheit auf. Profil auf Profil. Und Föhn auf Föhn. Aber schau, dass der Stoß hält. Und dann gib ihm den Hund was zum Fressen. Ich bin schnell drinnen im Büro. Geh, wart kurz, gell? Bin gleich ja, da. Ja, der ist wegen Stippe dran. Ja. Das war eine Bude, ein Verbrecher. Nein, ich hab da gar nichts. Das ist auch ein geflatterter Mull. Da sperrt's mich eh, wenn ich da hackel bei dir. Herr Horvath, haben Sie sich auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet? Ich war gestern saufen, bis viel schlecht noch. Bist du deppert? Ich bin grad schon zugekriegt, Alter. Und meine Stippe. Ich wackel nicht wirklich da. Ich hab eine Steppe da voraussichtlich. Also, Sie haben nicht vor, da tätig nein, zu sein. Nein, dazu habe ich eine Schmiedeplatte. Versteht eh nichts wahrscheinlich. Schaut dann an, das ist sowieso ein Trakel. Was soll ich da sagen? Ja, die Firma gibt es seit 1763. Und. Also, die ist halt in dritter Generation jetzt da, die Werkstatt. Alles original, nur so wie es war. Und die Legende sagt halt, also der Urgroßvater hat gesagt, dass da der Ferdinand Porsche seinen ersten Porsche gemacht hat. Doppeltes Team. Also siehst du, ich mache auch ein bisschen was und der Lehrbauer, der Robert, ne? Erst Robert! Robert! Nein. Herr Horvath, laut den letzten Aussagen wollten Sie wieder in die Arbeitswelt eintreten. Mach ich, aber gescheite Bude, nicht so was da. Was stellen Sie sich vor? Ja, gescheiten Posten, aber nicht so. Was ist da leicht verdient? Der hat ja nichts. Oh, Sauerstoffflaschen. Kriegt ja keine Luft der Platte wahrscheinlich. Das ist ein Wahnsinn. Aber es wäre mal ein guter Start. Gar nichts mehr. Nein, vergiss das, da soll mir die Steppe auffahren. Die können mich mal schleppen. Ich muss heim, ich muss in Rausch schlafen ein bisschen. Der tut schon eine halbe Stunde die Autoraffen schlichten, du, Mr. Dull. Das ist ein Wahnsinn. Nein, nimm jetzt rein. Der ist an meinen Arbeitswagen gekommen. Das ist der Erste, der mit dem Acker kommt. Bis jetzt soll ich einen Kummer schön anzogen oder mit einer Fahne. Aber der ist super, der Bursch, der gefällt mir. Aus dem wird was. Den mache ich ganz groß, der kennt sich ja aus, der kann was. Das merke ich, aber Menschen kennt das. Heißt, wie er da reingefahren ist, ich bin schon von der Weide gesehen. Gut, ich bin lange im Geschäft und ich hab gewusst, bei denen sind die Bremsen nicht entlüftet. Das war das Erste, was ich gesehen habe. Um die Kurven haben wir gekommen, ist reingefahren, aber ich hab sofort gesehen, der kann was. Weil wie der reingefahren ist da, das kann nicht jeder. Ohne Bremsen, so weit fahren, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist eigentlich ein Ding, da eine Möglichkeit, dass er ohne Bremsen, ich kann's, weil ich lange nur dabei bin. Und der hat was am Kosten. Geh, Robert! Robert, hörst! Bitte, gar schön, die geschützte Werkstätte, was soll ich da sagen, ne? Du, was kann man da alles gebrochen? Gut lernen fürs Auto, das hat man auf. Ja, das tust du nur die Stippe, brauch ich. Robert! Robert, ich muss ganz dringend scheißen gehen. Hörst, kannst du nicht wegen der Stippe gar das machen? Die warte ja bei meinem Eis. Ah, ha? Gott im Himmel, ja, das schaffen ja, wir schnell. Ja, machen wir das gar. Dann bin ich schon wieder weg. Super. Ach Gott, nein. Ja, da musst du einen Stempel da oben. Was ich da war, weißt du? Ich brauche nur einen Stempel, ich kann nichts hackeln. Ich habe da im Knie vier Schrauben. Dort. Wie viel Gummistück geholt, bis der bezahlt. Schaut die Hand an. Na, schaut das an. Schaut die Hand an. Die macht das viel so. Bis zu einem Wechsel machen. Vergiss. Stopp, Allergischer. Boah, mir brennt die an. Bist du deppert? Drei Leute hab ich umgebracht. Bist du deppert? Wie klar. Ja, ja. Da brauchst du dich nicht zu, wir verkühlen. Pass auf, machen wir es so. Ja. Wart draußen eine Minute, gib mir eine Minute, ich schau mir das durch in aller Ruhe. Was kannst du Stippe auf, oder was? Ja.
schauen wir mal. Ja, super. Nein, nein, warte, 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 das ist schon wieder. Das ist ein Ziel. Das sind Schmerzen. Oh, na warte. Das sind Schmerzen. Oh, um Gottes Willen. Ich muss jetzt da. Ach, sehr okay. Ich muss auch sehr okay. Ah, Robert, mach das weiter einfach. Ich komm, der mir pressiert aber jetzt wirklich. Ich kann nicht mehr. Ist das nein? Herr Horvath, wie ist für ihn das Bewerbungsgespräch verlaufen? Super! So schnell geht's gar nicht. Schau, bin ich schon wieder daheim bei den Steppen. Das sieht mir nicht die Rotze Firma. Schau dir das an. So nicht. Ein Sohn haben sie aufgemacht, ein kindischer Bruder, ich greife nichts. Also, Sie sehen da nicht eine Möglichkeit, wieder in die Arbeitswelt? Nein, da hat einer gesagt, ich hab 4 Schrauben im Kies, ein Schmäh gewesen. Bis krank, ich hab 15 Schrauben eingesteckt bei dem Ton da drin. Fällt mir nicht auf. Was ist es da? Hast du Koffer? Ja, so ein Koffer. Wollen Sie weiter auf Arbeitssuche gehen? Nein, jetzt haben wir nichts, mir viel zu heiß. Bis deppert schon, wir haben 40 gekriegt, halt der Sohn. Na, hast du was? Ich hau mir jetzt ins Pool hinterher, Leiwand. Na, komm du weiter, dass du ein gescheites Urlaubsgeld einmal kriegst, du Koffer, du. Das ist ein Toll. Schau, wie die Raffen du da umspielst, war ein Mechaniker. Haben Sie dann Ihren ja, Stempel bekommen? Was hab ich? Krieg ich grad jetzt. Ja, bin ich schon Wochen. Was soll ich leicht mit mir einstellen? So wie gesagt, die Hand, ja. Das ist ein Brezeln, ne? Ja. Du, ja. Ich muss mich anschlecken. So, ich bin wieder da. Ich bin erleichtert. Ich wisst ja nicht, wir haben kein Klo da. Das ist 5 Kilometer weg beim Kanal. Welchen Eindruck haben Sie von Herrn Horvath gewonnen? Einen sehr guten, wirklich. Das ist ein fähiger Mitarbeiter, das habe ich jetzt schon gesehen. Das heißt, Sie sehen jetzt schon, dass Sie da einen gewinnbringenden Mitarbeiter gefunden haben? Absolut. Der ist ehrlich, der stört mir nicht so wie die anderen. Der hat mir sofort gesagt, wo es ihm weh tut, wo es ihm zwickt. Das macht nicht jeder. Also Sie freuen sich schon, mit ihm zusammenzuarbeiten? Ja, natürlich, absolut. Weil der erinnert mich an mich selber. Der ist genauso wie ich früher war. Und so Leute kann man gut brauchen. Der kann bei mir bleiben bis zum Tod. Der schafft es. Robert! Hörst! Jetzt schau mich zusammen, hier da! Robert, hörst! Warte, ich muss führen, das ist ein Wahnsinn. Komm, bewegst den Arsch aus, passiert damit ja nichts. Ja, hier ist weg. Ja. Da haben sie einen Plattfall gefunden, gell? Das ist unser Aufenthaltsraum. Geh, Horvath! Horvath! Was ist? Sehr was schon her, was ich hab für dich. Oh, ist der neue Arbeitskio? Ja, das weiß ich, das macht ja nichts, das Aufenthaltsraum. Du kannst jetzt bei uns anfangen, das ist der Arbeitsgewand. Ich melde dich jetzt sofort an, gell? Ich hab ja noch einen dringenden Weg auch. Über Kollektiv. Ich mach das über Kollektiv mit dir, ne? Geh, Horvath! Jetzt zeig ihm alles, unser neuer Mitarbeiter. Geh, marschier! Komm her gleich wieder! Was redet der überhaupt? Du Schlechte, komm, Abmarsch. Ich will nicht hackeln. Ich werde bis 13, oder? Der Koffer. Erst Jürgen hast du dir noch nicht erzählt, du Fetzer Schell. Ha? Robert. Hey, Robert, Jürgen, Arsch, ist der Wurst, wie du hast. Ich hab's Fetzer halt gesagt, dass er Lehrling. So, warte, die werden immer frecher, die Jungen. So, Wahnsinn. Herr Horvath, waren Sie schon mal in dieser Branche tätig? Jahrelang, ja, mich kann. Was ist denn da los? Erst hast du das, hast du, ich hab dich ja gesehen, mein Scharfzieher, wie du deine Bord hast. Du Koffer. Das riechst du, weil sonst haben wir ein Problem. Wo war ich? Waren Sie schon mal in dieser Branche tätig? Mechaniker, jahrelang. Vor mir eins. Alonso, Hüttensenner, haben wir die hydraulischen Pneumatenmotoren, alles haben wir gemacht. Hochleistungsmaschinen. Wie fühlen Sie sich in Ihrem neuen Job da? Ja, ist ja leid, was heiß ist, wieder kann ich so schon gut spuffen, aber sonst. Und der ist ein bisschen frech. Jürgen, da zähl auch, nicht die Schraufe, die sind mir nicht die da. Die zähl. Robert, habe ich gesagt. Das ist mir wurscht, habe ich gesagt. Zähl den Scheißtrick, du. Glauben Sie oder hoffen Sie, dass Ihr Chef mit Ihnen zufrieden sein wird? Ja, sicher. Siehst du, ich habe ja den Griff, den Rotzer. Der ist halt, der hat dann die Flauseln im Schild drin. Der gefällt sich schon aufs Arm geht, gell? Mit der Freundin am See schwimmen, du Koffer. Das kann er, keine 3 Haare auf die Eier, oder? Aber das kann er. Ballen und so. Zähl weiter, weil sonst so geht, dass du gekocht hast hinten. Ich hab dir gesehen früher. Mir brauchst du nicht am Schmäh halten. Und welche Aufgaben haben Sie
Das war dann dieser klar. Firma. Das ist schon, dass es passt. Ich muss ja ein bisschen einen Überblick haben. Schau, die passt mir zusammen, Barbara. Gut, das tust du dann noch und zählst das zusammen. Ich verpetz dich, wenn du kiffen tust, wie du hast. Mit die Marana habe ich dir gesehen, nicht du. Das ist ja fast schon geil gemacht, das ist das ein Wunschüftler. Die Hebebühne. Wenn ein Alter kommt, machen wir unten einen Übeck. Da ist der Pickel und der Ganze. Machen wir unten schon mal auf. Lässig. Was ist denn das? Warte, Kuppe. Was ist? Hallo! Ofer her, da, da rein! Ohne! So da! Hier war's! Ein gutes Auto, taugt sich! Der Chef da? Ja, steht der da, der steht vor, oder? Ich bin ja eh der Chef, was brauchst du? Rasen, Viere! Viere? Nein, hätte der eh nicht verkauft, oder? Nein, so schmeckt! Und was brauchst du? Du willst doch nicht wegen vier Teppern der Raffen kommen, oder? Naja, aber die Fuhren da. Ah, das hier ist ja, der hat was. Der hat was, gell? Ich weiß auch nicht, was da ist. Nein, gib dir einen Unter, da gib dir. Anzahlung. Kriegst du den Zug dann gegen Rechnung? Ja, da schau rein, was. Ja, das packst du allein auf, da. Für hier. Nein, ist ein Spaß mit dem Trottel. Unter der Gefähr. Die Kohle gefähr, muss ja gegen Rechner. Okay. Jürgen! Geh raus! Ein Ölwechsel. Wissen wir mal. Ja, was wird dir gesoffen? Ein Ölwechsel, einweise du mich. Hier ist die. Das ist ein Fetzer hier, das Auto. Einweise du mich. Einweise. Was heißt das? Ist das ein Langer oder was, Trussel? Der Schlechte. Schlechte aus der Garage. Da bin ich. Hey, was? Ja, passt schon. Der Schlechte, du Giftbolzen, das gehört da nicht so. Komm, hol mir einen silbernen Schlüssel, einen Kabelschlüssel. Die Raffschuhe. Da fährst du eine Konzession, du bist ein Lehrer, du Schlechte. Willst du Horis mit dem Giftler? Herr Horvath, was genau haben Sie jetzt mit dem Auto vor? Was werden Sie jetzt reparieren? Auf, hol mir einmal, dass wir runterschauen. Weißt du, was er hat? Der ist ein Fecht. Hol mir X. Ich war immer fecht, ich bin nicht mehr gerunden. Ich war gesaftet, die Alte. Ja, schau mal zu, was ist, wenn ich nicht mehr komme, Schlüssel? Was ist, bring den her oder was? Hat schon wieder giftelt hinten oder was? So, warte, das muss passen. Du musst aufpassen. Wenn das nicht passt, dann kann so viel passieren. Kollege von mir. Welche Mängel sind jetzt da zu beheben? Was? Weiß ich noch nicht, schauen wir sie jetzt an. Aber das muss passen. Vom Ding her, weißt du? Ja, das muss der Toppen da drücken. Auf oder was? Na, weh, ich hab's nicht aufgepasst in der Berufsschule. Ja, was sieht denn das her? Ja, das muss passen. Ja, okay, du kannst ja nicht einfach. Du musst da oben schauen. Ja, du bist da hin. Ja, du bist da hin. Du hast deine Schiene da hin. Der schläft und du bist da. Ich hör den da. Ich hör den da. Nichts kannst du verlassen auf den Trottel. Ich kann nicht rauchen. Das ist ein Blödsinn. Du bist verarscht. Was soll mit dem Linsenpanier, du Trottel? Schlechte, du Volltrottel. Na, übrigens, ein Jürgental. Robert. Ist mir wurscht, du Patient. Das ist ein. Schau weg dir, du Volltrottel, was du gemacht hast schon wieder. Das darf man auslackieren. Wo ist das Schleifpapier? Geh schon unter. Scheiß dir da. Ein 50er Nuss bring her. Ah, warte. Der 55er. Jürgen, ist ein Blödsinn. 55er Nuss. Ey, Jürgen, gehört da, hilf mir. Du hast einen Raffen offen. Das ist ja ein Sicherheitsschuh für die Tätigkeit. Ja, ich hab Stall gehabt, so genau. Den tust du vorne abmontieren. Und dann tust du alle auswerfen, gell, die ganzen. Dann passt das. Ich mach jetzt einmal eine Pause. Ja, auf, du Hurensohn, du verschießt. Ich mach jetzt mal her, paar Kuppen da schön. Boah, bist du aber. Ein Frühschuss brauchen die dann vorher. Mal gucken dir. Okay, gut. Ich mach einmal hier Pause, gehört, dass du das aufschaffen, du Koffer.
Der Jürgen ist ein lieber Bub, gell? Mein Lehrbub. Weißt du, wird einmal was. Ich glaube, es kann einer von den Besseren werden. Da ist das Talent dazu, wenn einmal was zeigt. Ja, aber was tun Sie da jetzt? Ganz so fix ist er nicht. Ist privat. Nicht mehr mit Haar, das braucht aber keiner sehen. Dann hau ich mir auf. Gut, der Auspuff. Solange der Chef nicht da ist, ich habe was mit. Herr Robert, wie harmoniert die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren neuen Lehrherrn? Hat er Ihnen auch schon etwas beigebracht? Das ist die nächste depperte Frage. Kannst du dich jetzt schleichen, bitte? Ich bin Sympathie, was? Gute Höhe. Das ist deppert. Oh, viel Bunde oder Freit. Du kriegst das heute nicht mehr. Leiwand, da freut das ja. Leiwand. Ich hab keiner was gemerkt. Was ist, Jürgen? Bist du fertig oder was? Ich mach eine Probefahrt. Nein. Ja, passt. Boah. Boah, lässig. Ich bin noch nicht fertig. Ja, geh da. Der Schlechte! Geht's? Jürgen, du Volltrottler! Hat der... Ich hab ihn gefragt, ob du schon fertig bist, du Koffer! Ja, Wahnsinn. Erst Jürgen, was hast du denn da bedeckt, du fetzer Schell, wa? Wie wollen sie denn das wieder in Ordnung der bringen? Der Depper, dem Schell. Ist eh nicht viel passiert. Komm, den schaffst du da auf. Du kannst nur froh sein, dass der Depper der Airbag nicht losgegangen ist, weil der kostet auch Geld, oder? Sag mal, Jürgen, ob du jetzt hier geschissen? Wie kannst du da mal anschlecken? Fulltrottler. Du bist doch der größte Patient in meinen Augen. Das war alle ihr Buh. Schau dir was an. 2 Stunden weg gewesen, hat er mir ein Auto hergestellt. Wahnsinn, Alter. So leibend. Komm her, komm. Komm her. Ja, was schön. Komm her. Ich muss schon fahren. Servus! Ja, super, bist du auch bei dem Kollektiv? Ist der super, ich schwöre dir. Den kannst du merken. Schau das Auto an. Bist du deppert? Zum Ausschlachten ist der super. Die Raffen sind wie neu. Ich bin begeistert. Das hat sich ausgezahlt, dass ich ihn eingestellt habe. In 2 Stunden. Robert, nimm dein Beispiel! In 2 Stunden ein Auto hergestellt. Wahnsinn. Im Automagazin kannst du alle Jahre vorschlagen, für einen goldenen Achsschenkelbolzen, den kriegt er sicher. Also das traue ich mir jetzt schon sagen. Das Auto kannst du ausschlachten. Ich glaube sogar der Tank ist noch was drinnen. Bitte Garschen, schau alles wie neu. Ich bin begeistert. Den Harbert muss man sich merken, ich schwöre dir. Das Pickel rennt auch noch. Ha, in 2 Stunden, so. Robert! Nimm das Beispiel erst! Robert! Robert! Wo bist du? Mit der Beispiel an Harbert! Das ist der Harbert.